Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen an den Datenendgeräten. Teilen ist das neue Haben oder auf Englisch Sharing is Caring. Wir kennen das aus vielen Bereichen, aber insbesondere im Verkehr. Wir haben Roller, manche mögen sie, manche hassen sie. Wir haben Fahrräder, die gelben Dinger, und wir haben Teilautos, also Carsharing. Und das ist eine neue Form, das hatten wir so vor 10 Jahren, 20 Jahren noch nicht, da konnten wir uns noch nicht mal vorstellen. Und es ist natürlich sehr gut, denn ein Gegenstand, ein teurer Gegenstand, wird jetzt nicht exklusiv von einer Person genutzt und steht dann einen Tag, eine Woche, einen Monat ungenutzt in der Gegend, sondern ein Gegenstand wird von vielen Leuten genutzt. Ein Gegenstand, die Effizienz ist offenkundig dadurch viel höher. Effizienz bedeutet auch im Stadtraum Raum sparen. Ja, ein Teilauto ersetzt so, je nachdem, wo man guckt, 3 bis 8 private Autos. Das heißt, ein Teilauto bringt Platz, den wir dann städtebaulich auch anders benutzen können. Und letztendlich bringt es natürlich auch Geld, denn anstatt dass 5 oder 8 Leute sich ein Auto kaufen und das Geld sozusagen für das Auto irgendwo anders ausgegeben wird, hat man, wenn man Teilauto benutzt, man hat instantan viel mehr in der Tasche, und das gibt man in der Tendenz auch in Dresden aus. Also es hat für die Stadt einen wirtschaftlichen, einen verkehrlichen, und es hat auch einen städtebaulichen, stadtbildhaften Charakter. Nun gibt es Sharing-Leitlinien. Ja, wir wollen ja keinen Wildwuchs, wir wollen auch keine Rosinenpickerei, dass sich ein Anbieter sagt, yo, ich mache nur die Beziehung Neustadt-Altstadt, alles andere ist mir egal. Diese Leitlinien definieren, wie Verleihsysteme in Dresden funktionieren, und das ist sehr gut. Das findet auch die ganze Fraktion, das finde ich persönlich auch als Pirat, sehr, sehr gut. Es gibt jetzt eine Sache, die kann man lange diskutieren. Ich möchte mal kurz erklären, worum es geht. Wenn wir über Carsharing, aber auch über Bike- und Rollerverleih reden, gibt es zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist stationsgebunden. Das heißt, die Teilautos stehen an einer Station, ich buche sie, ich gehe dahin, ich fahre irgendwo hin, mache irgendwas und fahre wieder zurück. Und ich stelle das Auto wieder da ab. Dieses ist, ich sag mal salopp, aufgeräumt. Und dieses ist vor allen Dingen auch gut planbar, denn ich kann in einer Woche, in 10 Tagen mir ein Auto buchen. Ich kann mich darauf einstellen. Und dadurch, dass ich hin und wieder zurückfahren muss, mache ich wirklich nur die notwendigen Fahrten. Wenn ich zum Baumarkt muss, wenn ich irgendwas Schweres transportieren muss, den Wochenendausflug irgendwo anders hin. Anders ist es bei den sogenannten Free-Floating-Angeboten. Da stehen die Autos irgendwo rum, GPS weiß, wo die sind, ich nehme mein Handy, ich gucke, aha, ist eins in der Nähe, ich buche das, ich fahre irgendwo hin, stelle es da ab. So. Und das ist ein extremer Segen, weil natürlich so ein Autogas da ist und ich, wenn ich mal wirklich eins brauche, ich auch schnell eins kriege und ich weit gehen muss. Es ist aber auch gleichzeitig extrem gefährlich oder kontraproduktiv, weil Menschen natürlich zum Beispiel anfangen, jetzt jeden Weg mit dem Auto zu machen, anstatt die Bahn zu nehmen, zu Fuß zu gehen oder und so weiter und so fort. So, und wir haben, und diese Teilautos, steht auch in der Sharing-Richtlinie, haben eine pauschale Parkgebühr. Das heißt, Teilauto zahlt einmal im Jahr 100, 110, 130 Euro und die dürfen dann immer umsonst stehen. Jetzt haben wir die innere Altstadt ausgenommen aus diesem umsonst Parken mit dem Teilauto, aus den Gründen, dass es keine Kannibalisierung gibt, also dass nicht jetzt Teilautofahrten neu entstehen und dafür Bahnfahrten, Fahrradfahrten und so weiter runtergehen. Das ist definiert in der Parkzone 1, in der Parkgebührenordnung. Und die Parkgebührenordnung 1, Zone 1, die gilt aber gleichwohl für die äußere Neustadt. Denn in der äußeren Neustadt haben wir das gleiche Problem wie in der Altstadt.
Nämlich, dass wenn dort jetzt Menschen mit einem Teilauto hinfahren, wir induzieren eventuell neuen Verkehr. Oder ein praktisches Beispiel zu sagen, ich bin in Bülow, ich will in die Neustadt gehen, feiern, dann würde ich normalerweise die 11 nehmen, mache ich. Ich könnte aber, wenn ich Free Floating habe, in Bülow ins Auto steigen, fahre in die Neustadt, lasse den Wagen umsonst stehen. Die Fahrt 20 Minuten hat mich vielleicht 2,50 € gekostet. Und das wollen wir nicht. Deswegen hat die Dissidentenfraktion einen Änderungsantrag gestellt, dass also die Sharing-Leitlinien so beschlossen werden, wie sie sind. Wir in der Altstadt aber das Umsonstparken für Teilautos rausnehmen und auch gleichzeitig in der Neustadt. Und ich hoffe, dass die Sharing-Leitlinien heute angenommen werden. Und ich bestehe darauf, dass wir relativ zügig in 1,5, 2 Jahren das Ganze evaluieren und dann nochmal nachsteuern. Da wird es bestimmt einiges geben. Dankeschön.